Guten Tag, meine liebe Freunde. Heute ich erzähle über die Mistel. Wir sind schon unterwegs und Mistel kann man noch sammeln. Also Mistel bekannt so ein esoterische Pflanzen. Und in Deutschland nutzt man Mistel zum Weihnachten, weil Weihnachten ist eine Zeit, also besonders Dezember, wenn der Mistel ist schon reif und gibt die Früchte. Also das ist eine Parasite für einen Baum, aber für die Leute komischerweise ist eine Heilpflanze. Noch Hildegard von Bingen hat viel über Mistel geschrieben. Auf jeden Fall von meiner Erfahrung, ich erzähle immer von meiner Erfahrung, obwohl kann man in die Bücher lesen. Also isst du Tee trinken mit anderen Kräutern, ist egal, mit anderen oder ohne, aber für ein 800 Milliliter kochendes Wasser, das reicht so zwei Stück oder Gelenke, sagt man, zwei Gelenke mit den Blättern Mistel, um zu prophylaktisch oder für Immunsystem stärken. Auf jeden Fall, Mistel ist Heilpflanze und heilt von Epilepsie, also Epilepsie, dann Nervensystem heilt, der heilt unsere Gefäße, also die Blutung wird gut, stärkt unser Herz. Und natürlich im Onkologie Mistel sehr bekannt. Und in Frankreich tut man von Beeren von Mistel, die sind giftig, aber trotzdem von Mistel wird ein eine Medikament hergestellt. Die Krankenkasse natürlich zahlt dafür nicht, weil das ist Volksmedizin. Aber gegen Onkologie ist eine bekannte Spritze. Also die sind so genau stark wie Chemotherapie. Das ist so dazwischen. Aber Mistel kann man trinken ganz ruhig drei Wochen lang, jeden Tag. Und dann macht man lange Pause. Auf jeden Fall kann man zu Hause so gut trocken und dann kann man die dosieren, also die Gelenke brechen sehr gut ab. Und dann haben sie ein Arzneimittel, kann man sagen, zu Hause. Und besonders gut, wenn man nicht vertraut Tee trinken, dann die Badewanne. Also so was würde reichen für einen 5-Liter-Topf, um Mistel zu vorbereiten. So viel. Und das ist für 5 Liter kochende Wasser. Also kochen darf man nicht. Also bis das Wasser kocht, dann macht man den Topf weg. Und zwei Stunden lang soll das ziehen lassen. Und danach gießen Sie das in Badewanne. Und Badewanne nicht länger als Viertelstunde mal genießen. Also einmal die Woche reicht. Das ist optimal für unsere Nervensystem und die ganze Krankheiten, Hautkrankheiten, welche zum Beispiel Ekzeme oder sowas, weil das ist von Nervosität, das ist nicht Hautkrankheit, das ist nur Nebenwirkung von Nervosität und Stress. So war ganz kurzer Bericht von Mistel. Ich wünsche Ihnen noch einen sonnigen Tag und genießen Sie Frühlingsanfang. Ciao, ciao.